wird's jeden Tag geben. Ich hab viel Spaß und stets was zu lachen. Sei doch dabei, wenn wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich, alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich, ich bin der kleine Nick. Was wir später mal werden wollen. Also, ich möchte, dass ihr bis morgen einen Aufsatz schreibt mit dem Thema, was ich später einmal werden möchte. Frau Lehrerin, Ludwig schreibt schon wieder von mir ab. Gar nicht wahr. Ich wollte nur sehen, ob er auch nichts Falsches geschrieben hat. Ich mag keine Schummler, Ludwig. Alte Pizze, ich weiß, was du später mal wirst. Ein zweiter Hühnerbrüder, damit du alle weiter in die Pfanne hauen kannst. Nein, ich werde Pädagoge, genau wie unsere Frau Lehrerin. Was, willst du etwa dein ganzes Leben in der Schule verbringen? Warum auch nicht? Ich werde jedenfalls Bankdirektor, wie mein Vater. Ich habe immer davon geträumt, Konditor zu werden. Und du, Nick? Weißt du schon, was du mal werden möchtest? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Entweder Pilot oder Polizist. Ich schlage vor, du informierst dich über beide Berufe und schreibst über den, der dir besser gefällt. Und ich möchte mal Minister werden. Minister? Warum denn das? Weil ich dann Gesetze für die Schule erlassen kann. Dann werden nämlich Hausaufgaben und Strafarbeiten abgeschafft. Ha, ich will dich sofort. Dass ich nicht lache. Bei seinen schlechten Noten wird er bestimmt nie Minister. Du bleibst jedenfalls für immer und ewig eine alte Petze. Wenn du erstmal ein Minister bist, dann werde ich dein Leibwächter sein. Abgemacht. Alle großen Persönlichkeiten haben einen starken Mann, der sie beschützt. Ich würde mir gern von deinem Vater erklären lassen, was ein Polizist alles machen muss. Das weiß doch jedes Kind. Er verteilt Knöllchen an Falschparker. Er fängt aber auch gefährliche Verbrecher. Das glaubst du doch selbst nicht. Und wenn ich sie eins auf die Nase haue, glaubst du mir dann? Du kriegst es gleich mit mir zu tun. Wir könnten doch alle gemeinsam zur Polizeiwache gehen und ihn fragen, ob er schon mal jemanden verhaftet hat. Aha. Was wollt ihr denn hier? Das ist doch kein Kinderspielplatz. Papa, Nick will wissen, ob du schon mal einen Verbrecher geschnappt hast, damit er einen Aufsatz schreiben kann. Ja, gewissermaßen, könnte man so sagen. Ich hab's euch doch gesagt. Mein Vater verteilt nicht nur Knöllchen. Führen Sie auch richtige Ermittlungen durch? Klar, jeden Tag. Verfolgen Sie gerade eine heiße Spur? Ja, wir suchen einen Einbrecher. Na, hör mal, du nimmst mich ja richtig ins Kreuzverhör. Du wärst ein ausgezeichneter Polizist, junger Mann. Mit dem da ist sicher nicht zu spaßen. Nein, also helft mir ihn endlich zu stellen und haltet die Augen offen. Ich verlasse mich auf euch. Genug geplaudert. Wir müssen jetzt unsere Runde drehen, wenn wir heute noch ein paar Banditen fassen wollen. Super spannend. Dürfen wir mitkommen? Das möchten wir uns nicht entgehen lassen. Na schön, einverstanden. Aber ihr dürft uns nicht im Weg stehen. Ja. Kommt! Ich schlage vor, wir nehmen den großen, den mit Schokolade. Wollt ihr euch Kuchen kaufen? Ja, aber du brauchst dir nicht einzubilden, dass du was davon abkriegst. Bestimmt nicht. Letztes Mal hast du uns nur ein paar Krümel übrig gelassen. Ihr könnt euren blöden Kuchen behalten. Ich werde später mal ein berühmter Konditormeister. Und wenn ich Appetit auf Kuchen habe, dann backe ich mir selbst welchen. Das möchte ich mal sehen. Wie wär's, wenn du uns jetzt gleich einen Kuchen backen würdest? Klar. Wieso nicht? Überhaupt kein Problem. Dann komm mit zu mir nach Hause, damit wir meinem neuen Geigenlehrer gleich ein Stück von dem Kuchen anbieten können. Ist er denn süß? Was? Hey, sieh da, die Ampel war rot! Stopp, anhalten! Zeigen wir den Kindern mal, wie wir unsere Arbeit machen. Endlich, sie haben einen Verdächtigen gefasst! Guten Tag. Bitte zeigen Sie uns die Zulassungspapiere Ihres Wagens und den Führerschein, mein Herr. Was haben Sie gesagt, Herr Polizist? Ihren Führerschein und die Wagenpapiere, bitte.
Sie sind bei Rot über die Ampel gefahren. Tut mir leid, ich war wohl so... Siehst du, ich hatte also doch recht. Dein Vater verteilt nur Knöllchen. Gut, und vergessen Sie nicht, mich anzurufen, wenn Sie weitere Hinweise für meine Ermittlungen haben. Fahren Sie jetzt weiter, los. Gar nicht wahr. Du hast doch gehört, er ermittelt in einem Fall. Geht es etwa um den Einbrecher auf dem Foto? Ja. Dieser Autofahrer ist ein sogenannter Polizeispitzel. Er liefert uns äußerst wichtige Informationen. Aber er hat von Ihnen doch einen Strafzettel bekommen. Aber nein, mein Junge. Ich habe doch nur so getan, als ob, damit die Banditen nicht misstrauisch werden. Was? Wollen Sie damit sagen, in unserem Viertel gibt es gefährliche Banditen? Nein, aber man kann nie vorsichtig genug sein. So, wir überprüfen jetzt, ob in der Bank alles in Ordnung ist. Aber diesmal werdet ihr uns nicht wieder begleiten. Ja, viel zu gefährlich für Kinder. Das ist nur was für Polizisten. Hey! So, ich fahr jetzt Fahrrad. Ich muss noch trainieren, wenn ich mal Champion werden will. Willst du denn nicht mal Minister werden oder sowas? Nein, ich kenne mich mit Fahrrädern besser aus. Und das wird auch ein besserer Aufsatz. Wenn das so ist, dann bin ich auch nicht mehr dein Leibwächter. Du kannst ja meiner werden. Ein Bankdirektor muss sich vor Einbrechern schützen. Seht mal da! Erkennt ihr ihn wieder? Sein Foto hängt auf der Polizeiwache. Mit dem da ist sicher nicht zu spaßen. Du hast recht. Aber dann hat er in seinem Geigenkasten bestimmt ein Maschinengewehr versteckt. Jetzt überfällt der Aschenbrenner. Wir müssen meinem Vater Bescheid sagen. Papa, Papa! Da ist dieser Dieb! Der von der Polizeiwache! Was ist denn nun schon wieder los? Wir haben diesen Dieb auf dem Foto wiedererkannt. Er überfällt gerade den Laden vom Aschenbrenner. Mit einer Maschinenpistole! Mit einer Maschinenpistole? Seid ihr sicher? Ja, absolut sicher. Er hat sie in seinem Geigenkasten versteckt. Schnell, Papa, beeil dich! Nicht, dass er entkommt! Gut, einverstanden. Wir kommen mit. Man kann nie wissen. Sehen wir uns mal den furchteinflößenden Verbrecher genauer an. Alles in Ordnung, Herr Aschenbrenner. Hatten Sie in letzter Zeit verdächtige Kunden in Ihrem Geschäft? Abgesehen von den kleinen Gaunern, die meine Scheiben beschmieren, ist alles bestens. Jungs, ich wette mit euch, der Dieb ist uns entwischt. Einer hätte ihn bewachen müssen und die anderen hätten meinen Vater holen müssen. Was? Bei dir tickt's wohl nicht mehr richtig da oben. Falscher Alarm. Er kann noch nicht allzu weit gekommen sein. Vielleicht erwischst du ihn ja noch. Wir haben auch noch ein paar andere Dinge zu erledigen. Versteht ihr? Aber Sie werden doch nicht einen Dieb frei in der Gegend rumlaufen lassen. Nein, natürlich nicht, mein Junge. Ihr könnt unbesorgt nach Hause gehen. Wir werden in der Zwischenzeit das ganze Viertel gründlich durchkämmen und den Dieb fangen. Wenn der Dieb jetzt wirklich verhaftet wird, dann ist das auch uns zu verdanken. Ja, das gibt einen prima Aufsatz. Ich werde später auf jeden Fall Polizist. Wirklich drollig, wie sich die Jungs an der Geschichte festgebissen haben. Hey, da hat sich jemand ins absolute Halteverbot gestellt. Ah, ja, gut aufgepasst. Oh je, ich habe schreckliche Bauchschmerzen. Da, der Dieb! Das darf nicht wahr sein. Er bricht in Marie Hedwigs Haus ein. Ich hol schnell meinen Vater. Mir ist so schlecht. Das war bestimmt der Kuchen. Fühlen Sie sich nicht wohl? Tut mir leid. Wir müssen den Unterricht auf morgen verschieben. Ich fühle mich entsetzlich. Na bravo, Otto. Deinetwegen fällt jetzt mein Geigenunterricht aus. Was für eine blöde Idee, mit Käse einen Schokoladenkuchen zu verfeinern. Mein Spezialrezept schmeckt normalerweise total lecker. Muss in deinem Käse liegen. Der Mann, der gerade hier war, war das kein Dieb? Was? Der? Wie kommst du darauf? Das ist mein neuer Geigenlehrer. Aber wir haben sein Bild auf der Polizeiwache gesehen. Meinst du vielleicht dieses Plakat hier? Es hängt überall. Er gibt ein Konzert. Dann ist in seinem Kasten also wirklich eine Geige? Selbstverständlich. Hast du gedacht, da ist eine Maschinenpistole drin? Na, stimmt es, dass ihr den Dieb ausfindig gemacht habt? Wir haben uns vermutlich geirrt. Wir durchsuchen das Haus trotzdem.
Man kann nie wissen, aber das ist jetzt das letzte Mal. Wirklich köstlich, dieser Kuchen. Genau wie wir, wenn wir Räuber und Gendarm spielen. Das macht bestimmt total Spaß. Ich will auch mal Polizist werden. Sie scheuen jedenfalls kein Risiko. Sie haben sogar ein Stück von Ottos Kuchen gegessen. Macht euch ruhig lustig über mich. Ihr werdet schon sehen, ich werde mal ein berühmter Konditor. Und ich werde mal Leibwächter. Also bleib mir vom Leib mit deinem Kuchen. Nachdem wir jetzt alle wissen, was wir später mal machen wollen, könnten wir uns doch überlegen, was wir jetzt machen wollen. Was meint ihr? Wie wär's mit Räuber und Gendarm auf dem Bolzplatz? Ja! Wir haben nichts gefunden. Hä? Wo sind denn die Jungs? Oh, mein Bauch! Trainierst du immer noch? Nein, ich fahre zu Joachim. Er hat mir versprochen, dass ich bei ihm abschreiben darf. Ach so, und was will Joachim später mal werden? Keine Ahnung. Aber ich weiß, wie es mit Ludwig weitergehen wird. Er wird sicher oft in der Ecke stehen müssen, weil er geschummelt hat. Ah.